Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Episode The Finals. Your SPF 50. There's lots of sun here today and good visibility. Genau, davon haben wir auch schon wieder Promotion für unser Game. The Finals. Wir müssen ja mal wieder die Tresore knacken. Weil die letzte Folge so gut gefallen hat, dachte ich mir, ich nehme hier gleich mal noch eine auf. Danke da auf jeden Fall für die positive Resonanz. Davor haben wir ja jetzt die mittlere Klasse gespielt, jetzt habe ich einfach mal die schwere ausprobiert. Denn mir ist erst klar geworden, dass sie hier tatsächlich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Oh mein Gott, okay. Schauen wir, ob ich mich hier noch verschanzen kann. Denn unter anderem hat der etwas dickere Char hier das MG. Und die Panzerfaust, das heißt, wir sind hier sehr explosiv unterwegs. Natürlich, wenn mein Aim jetzt hier auch noch am Start, das wäre natürlich on top. Okay. Heiliger. Okay. Hä? Hey. Warum hatten jetzt meine C4er noch nicht so viel Schaden gemacht? Okay, das kann natürlich auch sein, dass sie das irgendwie mit dem letzten Patch irgendwie ein bisschen behoben haben. Und hat das doch ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Okay, ich muss mich hier tatsächlich auch erstmal noch ein bisschen einspielen. Wenn ihr wisst ja, Freunde, ich bin hier nicht der Pro mit Maus und Keyboard. Wäre das hier natürlich mit im Controller, dann sehe das hier ganz anders aus. Aber gut, wir wollen das jetzt hier mal nicht blamen. Ich habe auch gesehen, es gibt hier zwei neue Waffen. Und zwar einmal den Flammenwerfer und ich meine neue MP gibt es jetzt hier auch. Kann man ja dann auch mal ausprobieren. Ups, kann ich hier rüber? Perfekt. Ach stimmt, wir sind ja zu groß. Wir können hier durch keine Lüftungsschächte mehr durchklettern oder durchkriechen. Besser gesagt. So, schauen wir mal. Sind meine Mates eigentlich unterwegs? Sind auf jeden Fall noch am Leben. Ach, da oben beim Cashout. Dann soll ich sie doch eventuell mal unterstützen. Ich habe das Gefühl, ich hätte gleich sowas von angeschossen. Okay, nicht zu hoch da, nicht zu hoch da. So, bisher sind wir aber auch noch am Cashout. Hier auch kein Gegner gerade in der Nähe. Was ganz gut ist. Kann ich mich hier auch irgendwie hinlegen? Nee. Oder wahrscheinlich schon. Ich finde nur gerade die Control-Taste nicht dafür. Okay, sehr schön. Vielleicht muss man das verteidigen? Ich meine schon, oder? Weil man kann ja einfach irgendein Random kommen und das dann einnehmen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Perfekt. Wir sind Erster. So soll das sein. Geil. Oh, wir sind sogar aktuell Erster. Ich glaube, der Typ kämpft jetzt hier nicht die Ecke ab. Jawohl. Habt ihr Schüsse gegen mich fliegen hören? Was ist denn der Smog hier vorne? Da vorne ist der Dude doch. Oh, da ist noch einer. Okay, sehr gut. Doppel. Der ist auch gern gesehen. Unser Kollege holt unseren anderen Mate. Wo ist denn der Typ da? Der ist über uns. Er spielt aber anscheinend auch so einen kleinen Menschen, ne? Weil der ist übelst agil unterwegs hier. Muss ich auch mal in der nächsten Folge ausprobieren. Mit welchem Char ich hier am besten hantieren kann. Denn bisher habe ich nur den mittleren Char ausprobiert und den großen jetzt. Den kleinen habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der ist hier auch noch vom anderen Team attackiert, oder? Oh, das ist jetzt natürlich ganz toll. MG nachzuladen.
im Kampfgefecht. Und den Typen hätten wir. Ja, natürlich kommt er dann zurück, weißt du. Der Kingfish. Aber okay. So will ich ja auch jetzt nicht sein. Ich meine, die Sniper Rifle ist auch neu, oder? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Genau, da ist auch schon der Flammenwerfer. Kann ich hier meine... Ups. Meine Klasse hier nochmal bearbeiten? Ja, einstellen. Leaderboard? Nee, oder? Nee. Okay. Man anscheinend echt nur vor Beginn des Spiels machen. Schade. Na gut, dann großbrich hier mal die anderen Chars. Wow. Einfach ein Schild. Ich meine, das ist auch neu. Okay, hier mal ein kleiner Tresor. Ich meine, wir sollten hier versuchen, auf jeden Fall das zweite Team hier nicht das Geld abliefern zu lassen. Und dann verlieren wir unseren ersten Punkt. Obwohl, das verlieren wir bei jedem Einzelnen, wenn ich das hier jetzt gerade richtig sehe. Wenn die 7000 kriegen. Eieiei. Ja, die Toten machen Boom incoming, okay? Neues Event. This is going to be such a blast. Make the wrong move and you'll see what I mean. If you get eliminated, he'll be going out with a bang. Oh, das hört sich ja interessant an. Wir verlassen die Gegend einfach mit einem riesigen Big Bang. Wird immer noch gefightet. Ich meine, über mir auf den Dächern müssten auch noch ein paar gut sein. Holen wir uns erstmal ein High Ground. Und schauen wir, was wir hier sonst noch so managen können. Ja, geil. Muss ich hier die Wand wegspringen oder was? Ey, oder? Da vorne hätten wir unser erstes Opfer. Ey, der wird jetzt nicht gestealt, oder? Oh mein Gott. Oh, das hat er echt noch gestealt. Ach nein. Die haben es tatsächlich noch gewonnen am Ende. Okay. Nicht schlecht gemacht. Zumindest zweiter Platz geworden. Na, da hätte ich jetzt eventuell doch noch irgendwie versuchen sollen, das Ding da einzunehmen. Aber okay, Freunde, man kann ja nicht immer gewinnen. Ja? So, wie sieht es mit uns aus? Boah, wir hatten 5 Eliminierungen und 3000 Punkte haben wir unserem Team erbracht. Ich sagen, das ist eine solid Leistung. Boah, Bambusboxer. Es gibt einen neuen Skin. Für 600. Freunde. Soll ich ihn mir holen oder nicht? Schreibt es mir gerne unter die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.